Shalom zusammen. Wenn ich ein Siebten-Tags-Adventist wäre, würde ich wahrscheinlich glauben, dass Ellen G. White eine Prophetin war, weswegen die Worte ihrer prophetischen Bücher für mich vergleichbar wären mit den Worten der Propheten wie Elia, Daniel oder Jesaja. Wenn ich Adventist wäre, würde ich außerdem glauben, dass zum Beispiel Alkohol verboten sei, ähnlich wie es ja auch im Koran gelehrt wird. Es stimmt, dass man sich nicht betrinken soll, wie es zum Beispiel Noah einst tat, da so jemand laut Sprüche 20 Vers 1 unvernünftig ist, weswegen man auch laut 1. Petrusbrief Kapitel 5 Vers 8 nüchtern und wachsam sein soll, damit man eben noch Herr seiner Sinne ist. Doch das heißt eben nicht automatisch, dass man gar keinen Alkohol trinken darf, denn schließlich war es doch Jesus selbst, der laut Johannes 2 Vers 9 Wasser zu Wein verwandelt hat bei der Hochzeit. Auch Melchisedek, dessen Priestertum Jesus aus- und angeführt hat, tat laut Genesis Kapitel 14 Vers 18 folgendes, als er Abraham sah. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei, und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Haben Melchisedek, Jesus und andere also gesündigt? Nein, weil sie nicht betrunken waren und immer nüchtern. Man muss also kein Alkohol trinken, man darf aber Alkohol trinken, solange man es eben nicht übertreibt. Wenn ich ein Adventist wäre, würde ich außerdem daran glauben, dass Jesus niemand anderes ist als Erzengel Michael. So heißt es in einem Artikel vom 12. Mai 2016 auf der Seite Amazing Discoveries. Wir sind am Ende unseres Studiums angelangt und sehen jetzt deutlich, dass Michael kein anderer als Jesus Christus ist. Zu dieser Feststellung kam man, weil dies schließlich auch Ellen G. White gelehrt hat, und ihr zu widersprechen als Adventist trauen sich nur wenige. So schrieb Ellen G. White im Buch Propheten und Könige auf Seite 572 folgendes. 3 Wochen lang rang Gabriel mit den Mächten der Dunkelheit, um den Einflüssen von Kyros, dem persischen König, entgegenzuwirken. Und bevor der Wettbewerb zu Ende ging, kam Christus selbst Gabriel zu Hilfe. Doch schauen wir mal, wer dem Engel Gabriel laut Bibel zu Hilfe kam, denn in Daniel 10, Vers 13, worauf sich Ellen G. White hier bezieht, steht folgendes geschrieben. Aber der Fürst des Königreiches Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden, und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen. Hier sehen wir also, dass Ellen G. White eine ganz andere Geschichte erzählt, indem sie Michael einfach durch Jesus ersetzt, was laut Bibel nicht sein kann, da alle Engel von Jesus erschaffen worden sind, weswegen Michael in Daniel 10, Vers 13 als einer der vornehmsten Fürsten bezeichnet wird. Doch Jesus ist nicht einer von vielen vornehmen Fürsten, sondern Jesus ist der Fürst der Fürsten, der Herr der Herren und der König der Könige. Schauen wir uns ein weiteres Beispiel an, denn in Judas 1, Vers 9 heißt es, der Erzengel Michael dagegen, als er mit dem Teufel Streit hatte und über den Leib die Gebeine von Moses verhandelte, wagte kein lästernes Urteil zu fällen, sondern sprach, der Herr strafe dich. Auch über diesen Vers lehrt Ellen G. White Dinge, die nicht in der Bibel stehen und auch nicht mit der Bibel vereinbar sind. So heißt es in einem Artikel vom 18. April 2018. Ellen G. White schrieb über diesen Vorfall, nämlich Judas 1, Vers 9, Satan, der Verbrecher, hatte den Körper Moses wegen seiner Sünde beansprucht, aber Christus, der Retter, hat ihn, nämlich Moses, aus dem Grab hervorgebracht. Michael, also Jesus, belebte Mose und brachte ihn in den Himmel. Sie setzte Michael und Jesus gleich und schreibt einem Engel die Kraft von Leben und Tod zu, die nur in Gott zu finden ist. Engel hingegen, selbst ein Erzengel wie Michael, wagen es nicht, ein Urteil zu fällen, sondern sagen, der Herr tadelt sich. Wenn Michael, der Herr, Jesus Christus, hier in Judas 1, Vers 9 wäre, warum sagt Michael dann, der Herr strafe dich? Außerdem lehrt Ellen G. White, dass Michael den Mose von den Toten auferweckt hat und mit in den Himmel nahm, obwohl Jesus, also Michael eigentlich, selbst in Johannes 3, Vers 13 sagte, und niemand, also auch nicht Mose, ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, nämlich Jesus, der im Himmel ist. Dass Mose von Michael alias Jesus auferweckt und in den Himmel aufgenommen wurde,
ist also nichts anderes als ein unbiblisches Märchen, das man anhand der Bibel sehr leicht widerlegen kann. Der wahre Grund, warum Satan die Gebeine von Mose wollte, finden wir im zweiten Buch der Könige, Kapitel 13, Vers 21, wo Folgendes berichtet wird. Und es geschah, als man einen Mann begrub, da sahen sie plötzlich die Streitschar kommen, und sie warfen den Mann in das Grab Elisas, eines Propheten Gottes. Und sobald der Mann hinabkam und die Gebeine Elisas berührte, wurde er lebendig und stellte sich aufrecht auf seine Füße. Und wir wissen, dass auch der Antichrist von den Toten auferstehen wird. Und wenn Satan die Gebeine eines Propheten wie Mose hat, eines der größten Propheten, dann kann er mit ihnen auch Tote auferwecken, auch den Antichristen, weswegen Michael ihn auch gewarnt, aber nicht aufgehalten hat. Der Herr sollte sich schließlich darum kümmern, aber nicht Michael. Doch als Adventist würde ich glauben, dass der Papst der Antichrist wäre, was laut Bibel nicht sein kann, da der Papst laut Bibel ein falscher König Israels sein wird, so wie auch der Vatikan und die katholische Kirche nicht die Hure Babylon darstellen. Wenn ich ein Adventist wäre, würde ich zwar den Sabbat halten, hätte aber gleichzeitig kein schlechtes Gewissen, Weihnachten zu feiern und einen Weihnachtsbaum in die Gemeinde zu stellen. Denn Ellen G. White schrieb am 11. Dezember 1879 und am 9. Dezember 1884, also immer kurz vor Weihnachten, Gott würde sich sehr freuen, wenn jede Gemeinde an Weihnachten einen Weihnachtsbaum haben würde, an dem großen und kleine Opfergaben für diese Gotteshäuser aufgehängt werden. Lassen Sie in jeder Kirche Weihnachtsbäume für Gott präsentieren. Sollen wir nicht so ein Weihnachtsfest haben, wie es der Himmel gutheißen kann? Als Adventist könnte ich also beruhigt Weihnachten feiern und Weihnachtsbäume in Gemeinden aufstellen, obwohl Gottes Wort in Jeremia 10, Vers 3 sagt, dass die Bräuche der Heiden nichtig, also abzulehnen und nicht zu feiern sind. Während man also heidnische Feste gutheißt, lehnt man gleichzeitig die wahren Feste Gottes der Bibel ab, was sehr bedauerlich ist. Denn im dritten Buch Mose, Kapitel 23, Vers 2 und in Jesekiel 20, Vers 12 steht geschrieben, das sind die Feste des Herrn, nicht die der Heiden, zu denen ihr heilige Festversammlungen einberufen sollt. Dies sind meine Feste. Ich gab ihnen auch meine Sabbate, die jährlichen Feste, die ein Zeichen sein sollten zwischen mir und ihnen, damit sie erkennen sollten, dass ich der Herr es bin, der sie heiligt. Den wöchentlichen Sabbat halten Adventisten zwar hoch, doch die jährlichen Sabbate Gottes werden abgelehnt, während man gleichzeitig laut Ellen G. White Gott eine Freude bereitet, indem man einen Weihnachtsbaum in die Gotteshäuser stellt. Nun schauen wir mal, was die Menschen während des tausendjährigen Königreiches Gottes auf Erden tun werden. So heißt es in Sacharja 14, Vers 16. Und es wird geschehen, dass alle Übriggebliebenen von all den Heidenvölkern, die gegen Jerusalem gezogen sind in der Drangsal, Jahr für Jahr heraufkommen werden, um den König, den Herrn der Herrscher, anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Deswegen sollten Adventisten sowie alle Christen anderer Konfessionen sich lieber langsam von den heidnischen Festen und Gebräuchen verabschieden und anfangen, die Feste des Herrn zu feiern. Wenn ich Adventist wäre, würde ich glauben, dass die Erde während des Millenniums aussieht wie eine öde Wildnis, der Ellen G. White im Buch Die Geschichte der Erlösung auf Seite 415 schrieb, dass diese Erde während des tausendjährigen Millenniums die Heimat und das Gefängnis Satans und seiner bösen Engel sein wird. Sie schrieb außerdem im Buch Der große Konflikt auf Seite 657, dass Christus vor dem Millennium sein Volk in die Stadt Gottes bringt, also ins neue Jerusalem, während die ganze Erde von allen Menschen befreit sein wird. Doch dann frage ich mich, wo die ganzen Heidenvölker herkommen, die nach dem Millennium auf dieser Erde gegen das neue Jerusalem Krieg führen werden. Denn in Offenbarung 20 heißt es ab Vers 6, glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Das ist das Millennium. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Woher kommen denn die vielen Heidenvölker, deren Zahl ist wie das Sand am Meer? Nun, der Denkfehler von Ellen G. White ist die Tatsache,
dass sie nicht glaubt, dass Jesus für 1000 Jahre auf dieser Erde herrschen wird, weil Jesus laut ihrem Buch Himmel auf Seite 122 am Ende der 1000 Jahre mit dem neuen Jerusalem auf die Erde kommt, obwohl die Stadt Gottes bereits während des Millenniums auf dieser Erde sein wird, wo auch die Völker der Erde hinpilgern werden. So heißt es in Offenbarung 21, Abvers 23. Und die Stadt, das neue Jerusalem, bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Heidenvölker, die gerettet werden, und wie wir gelesen haben, auch das Laubhüttenfest feiern, werden in ihrem Licht wandeln, und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen, ins neue Jerusalem auf Erden. Die vielen Heidenvölker, die nach dem Millennium gegen die Stadt Gottes schließlich Krieg führen werden, sind jene Völker, die sich während des Königreiches Gottes auf Erden vermehren werden, weil die Erde nicht menschenleer ist, sondern dann von vielen Völkern bewohnt sein wird, so wie heute. Das 13. Kapitel des Buches Himmel von Ellen G. White heißt 1000 Jahre im Himmel, obwohl wir laut Bibel während des Millenniums auf Erden herrschen werden und nicht im Himmel. In Matthäus 5, Vers 5 und in Offenbarung 5, Vers 10 heißt es: Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen, und zwar während des Millenniums. Und du hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott, und wir werden herrschen auf Erden. Ellen G. White hat also ein falsches Verständnis von Jesus, den Geboten Gottes, der Endzeit und des Millenniums gehabt, weswegen ich sehr vorsichtig wäre, diese Frau als Prophetin zu bezeichnen. Und selbst die Seite ellengwhite.de berichtet in einem Artikel des Jahres 2015 folgendes: Wenn Siebenten-Tags-Adventisten beanspruchen, die Gemeinde der Übrigen nach Offenbarung 12, Vers 17 zu sein, dann muss sich Jesus Christus dieser Gemeinde durch die Gabe der Weissagung offenbaren. Wenn die Gabe der Weissagung jedoch nicht vorhanden ist, dann ist die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten nicht die Gemeinde der Übrigen und somit auch nicht die Endzeitgemeinde Gottes. Siebenten-Tags-Adventisten glauben, dass Ellen G. White die Gabe der Weissagung hatte. Demzufolge steht oder fällt der Anspruch und die Identität der Kirche mit der Antwort auf die Frage, ob Ellen G. White eine echte Prophetin Gottes war. Zum einen beanspruchen die Adventisten also, die Gemeinde zu sein, die in Offenbarung 12, Vers 17 beschrieben wird, wo Folgendes geschrieben steht: Und der Drache, nämlich Satan, wurde zornig über die Frau, das Volk Gottes, und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Nun, wir haben vorhin gelesen, dass man Verbote zu den Geboten Gottes hinzugefügt hat, nämlich das Alkoholverbot, so wie man auch zum Beispiel Weihnachten hinzugefügt hat, während man gleichzeitig die Feste Gottes als erfüllt und daher als abgeschafft betrachtet. Die wahre Gemeinde Gottes hält sich nicht nur an irgendwelche Gebote, die einem gefallen, sondern an alle Gebote und Verbote Gottes und nicht nur an die, die sich Frau White aussuchte. Außerdem soll die Gemeinde Gottes laut Offenbarung 12, Vers 17 das Zeugnis Jesu Christi besitzen, das Adventisten ebenfalls für sich beanspruchen. In Offenbarung 19, Vers 10 heißt es nämlich, dass das Zeugnis Jesus der Geist der Weissagung ist und da Ellen G. White sozusagen die Prophetin der letzten wahren Endzeitgemeinde Gottes ist, sind die prophetischen Worte von Ellen G. White das Zeugnis Jesu bzw. der Geist der Weissagung. Nach dem, was wir alles von Ellen G. White gelesen haben, sollten Adventisten also anfangen zu zweifeln, ob Ellen G. White wirklich den Geist der Weissagung besaß und ob sie wirklich eine Prophetin Gottes war. Im 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 21, im 2. Petrusbrief Kapitel 1, Vers 21 und im 1. Johannesbrief Kapitel 4, Vers 1 heißt es: Prüft alles, das Gute behaltet, denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Wenn ich also ein Adventist wäre, würde ich auf jeden Fall alles prüfen, auch von Ellen G. White, damit man noch die Kurve zur Wahrheit bekommt,
weil es viele Sekten gibt, die behaupten, die einzig wahre Gemeinde Gottes zu sein, wie auch unter anderem die Zeugen Jehovas, die beanspruchen, die 144.000 Auserwählten zu sein. Dieses Video soll auch kein Video gegen Adventisten sein oder gegen adventistische Geschwister, sondern dieses Video soll eher für euch sein, damit ihr erkennt, dass Ellen G. White nicht gebraucht wird, denn wir haben auf jeden Fall die Bibel, das wahre Licht Gottes, die Gebote des Herrn und mehr benötigen wir nicht, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht, nämlich der Sohn des allmächtigen Gottes, der nicht Engel Michael, sondern der Schöpfer von Engel, Himmel, Menschen und Erde ist, Jesus Christus. Amen und Gott segne euch in seinem Namen.